the power of the dark side. Willkommen, meine Sturmtruppen, beim Empire. Mit den üblichen Verdächtigen. Warum Empire? Wer ist noch Imperium? Hi. Aus. Na, wo sind das so schüchtern? Es fehlen noch ein paar Stimmen. Hallo. Machalo. Unser Betonende kommt ein wenig später, aber der Raumfahrer habe ich durch in der A irgendwo gesehen. Irgendwie schwebt in der Luft. Wie ein Raumfahrer. Das ist die dunkle Seite der Hole aber auch. Ich auch. Die Base weg, könnte es daran liegen? Ja. Ja, die Base ist weg. Wurden geradet. Alles Game Over. Also komm auf. Ausstatte und los geht's. So, lass noch die Flammenpfeile fertig craften und dann können wir eigentlich schon los. Ja, und währenddessen gehen wir schon. Wir sind auch ohne Flammenpfeile. Warum? Die sind doch schon gecraftet. Jeder nimmt sich Propellant in den Inventar und craftet 100. Liegt alles hier drin. Wir müssen bloß noch mehr normale Pfeile machen. Jogging Guard hat nämlich geklappt, ne? Nope. Sniper, da, da. Okay, was brauchen wir jetzt? Jeder zwei Raketenwerfer. Bam. Wollen wir nicht einfach einen Raid Resort? Okay, Video läuft wieder. Nichts verpasst. Hat es ja eh gerade zu tun. Geben wir mal ein Update gerade für die Aufnahmen. Wir haben gerade den Turret-Fahrer komplett zerstört, der hat keine Turrets mehr. Aber er lebt noch. Ja, unser Cube steht noch gegen Two Girls von Touch. Ja. Und deren Tiere stehen gerade alle vorne an der Brücke. Weiter so, Jungs. Ich bin an einem Deep-Look stoppen, wo der Parathea kommt. So, ich blockiere den Weg ein bisschen. Pole konnte Equipment schnappe, zum Beispiel roter Knüppel, mit denen hat er die Leute bearbeitet. Ja, ich habe lauter rote Sachen. Das hat er jetzt alles verpasst. Rote Simple Pistol, halt, die haben rote Blueprints. Haben wir uns alles gecheatet in Stuff. Warum sind wir noch nicht? Der Utyranus sackt zu hart. Der G-Code war Two Girls, One Touch Kill. So, Utyranus tot. Ja, nice. So, jetzt die anderen Viecher noch killen. Na, wo kämpft ihr gerade? Ja, unten an der schwarzen Brücke. Ah, da. Ja, jetzt habe ich euch gesehen. Unser Parathea lebt noch. Oh, fuck. Ja. Rakete, Achtung, pass auf, da ist irgendwer. Das war Kurzdistanz. Ich komm jetzt auch runter mit der Rakete. Der Bett geht wieder, wer noch nicht muss. Er ist unconscious. Oh, ich habe ihn gekillt, scheiße. Ah, ich hab noch eine Minute 30. Kohlenanny, wo seid ihr gerade alle? Kohle, weiter so, du bist unser Mann. Unser Sturmtruppler. Wo bist du, Kohlenanny? Vorne an der schwarzen Brücke, alle Viecher sind unbemannt, ich habe alle Leute gekillt, wir können die Viecher entspannt killen. Ich greif gerade okay. Mir runter aus den Dingern. Alles getötet! Ja, alles getötet. Oh, der Pole! Nee, also es kann sein, dass noch welche Rose sind. Ja, das. Wer sich noch an Pole erinnere will, Fragezeichen 2, Gladiator Arena. Pole! So, alles brennt. Raketen? Das bin ich, alles okay. Gut. Der Pole vernichtet zu 11. Soll ich von vorne das Ganze mal, hat, der 300er Bär. Wir haben es gedeft. Chris, seine Lieblingstiere sind doch der Frosch, den will ich gerne töten. Boah, ich will auch gerne. Ich hab halt nichts zum Töten, außer einen Raketenwerfer. Darf na die Tiere, bevor die wieder leben, 5 Minuten? Ja. So, Wetzburfer tot. Haben wir noch irgendwas zum Killen? Ja, Pistolen. Geht alle weiter, kommt zu mir her, ich hab lauter rote Sachen. Kommt Pondbo. Wenn ihr irgendwas wollt. Ja, weil ich hab keine Ahnung. Der Pole stattet euch aus. Ja, ich bitte hier, wo? Ich bin dann mal nach vorne. Was brauchst du hier? Ist eine lila eine Longneck? Ich komm auch gleich. Danke, hast du auch Munition dafür? Pole, du bist an der Blackbrück? Ja. Wie heißt das? Simple Riffle, gell? Ja, über 100. Ja, hier, nimm mal 50 hier. Volt, ja, wäre auch tot. Volt des Fahrers her. Das vordere blutet. Wie geht's der Base? Das vordere blutet nicht so gut. Vielleicht Ente kommt so runter. Dann ich brauche noch. Gibt's noch irgendwas für mich zum Killen? Hier. Habt ihr noch was? Das ist voll killgeil, der Typ. Naja, sonst kann ich nach oben gehen und von da Sniper unterstützen. Oh ja, da ist ein bisschen Equipment drin. Wo? Ja, bei dem Frosch.
Wie wäre es, wenn wir jetzt auf Two Girls gehen, weil die haben alles verloren von Turret Paracer her, schätze ich. Ich denke nicht, ich denke, die haben noch mehr. Ich denke auch, dass die mehr haben. Womit man jetzt sinnvoll Schaden machen kann. Ja, ich habe eine Rakete aufs Paracer geschossen. Keine Raketen mehr schießen aufs Paracer. Vor allem, weil unsere ganzen Stegos tot sind. Echt? Alle? Ich glaube, ein einziger mit 7000 noch. Weg vom vorderen Paracer. Vorderer Paracer. Die werden gepfiffen, glaube ich, oder? Nein, das war ich. Ja. Hier mal das ganze Fleisch aus dem Beelzebufo raus wegen unserem Schwein. Deren Tiere haben Sattel, schieß mit Flammeros drauf. Da kommt ein Frosch an da hinten. Ich hab keine. Was heißt da hinten? Hinten im schwarzen Gebiet hängt ein Frosch rum. Hier ist ein Gegner, Leute. Ach so, doch nicht. Ich hab den Namen nicht gesehen. Hinten im schwarzen Gebiet, hab ihn vertrieben. Lass mich ratlos gedacht, ich bin Gegner. Ja, du schwarz auf schwarz. Ich sag's noch, dass ich gewechselt bin. Rex, leg dich da hinten hin und schau dahinter. Dass die pfeifen. Richtung Ankühlung. Da kommt ein Frosch, da ist wieder jemand auf dem Frosch. Boah, geh mit dem Rex weg! Der ist ja fast down, ey. Frosch geht. Der Rex macht Schaden. Hier, der erste Paracer. Ich will gerade Raketen reinschießen. Die Paracer haben definitiv gute Sättel. Der Frosch kommt. Ja. Ich geh mal zu dem Frosch. Da kommt ein Gegner. Sarudin, komm mal hier, mach mal die zwei Siedlings weg. Links vom Kopf. Ja, du, genau. Ente, kannst du die Base eigentlich reparieren? Ey, der Frosch kommt! Wolf! Wolf, ich bin weg! Der Wolf ist runtergesprungen! Ja, der hat dir gepfiffen, Ich bin weg! Er hat dir gepfiffen! Runter in die Schlucht, der hat die Viecher gepfiffen! Beim Fallschirm! Und in die Schlucht ist das gut! Ja, voll ins Wasser runter! Da gibt's nur einen Es gibt nur zwei oder drei Aufgänge! Egal, runter! Ja, runter, das runter. Heißt, ja, wir haben jetzt im Moment Zeit! Sprich! Runter hinterher, komm. Die haben gutes Sättel. Hinterher, hopp, machen die Viecher platt. Womit? Du hockst da unten gleich im Wasser, das weißt du, ne? Den Wasserfall runter und dann rechts. Wasserfall runter und dann rechts, okay. Einfach hierher. Du denn des Wahnsinns, die Tür aufzulassen? Wer hat die Tür aufgelassen? Weiß es nicht, aber. Direkt kicken. Was ist denn jetzt? Der wird sich schon angespornt fühlen, so auf die Art. Okay. Teleport. Base. Wartet auch auf den Ziller, der kommt doch gerade. Komm. Ein bisschen was an die Base wieder in Stand zu setzen. Oh. Sehr schön, so, wir sind da. Also, wer braucht jetzt Equip? Ich habe so viel dabei. Ich brauche Equip. Bring einfach alles erstmal wieder in die Base. Ja, ich habe ein paar Tresore schon vollgeklatscht. So. Wir brauchen was zum Lagern. Der ganze linke Tresor müsste eigentlich leer sein. Wir brauchen nichts zum Lagern. Wir brauchen nichts zum Lagern, es wird gleich gelöscht. Du nutzt es jetzt, oder? Ja, wir müssen jetzt nutzen. Mach es weg. Hey, wo wohnen denn die Zerstörer? Keiner. Ach, Zerstörer, Die wurden ja instant geradet. Wir können auch bei unseren direkten Nachbarn vorbeigehen. Da meint doch Rex letztens, dass die nur Stein hatten, oder? Nee, ich hab nicht gesagt, dass sie nur Stein hatten, aber das sah letztes Jahr schon so aus. Also denke ich mir, dass sie nur Stein hatten. Will mal jemand nachgucken. Wo wohnen die denn? Jetzt die Frage. Über den, wo wir geradet haben. Alle raus und scouten, wir kriegen sowieso nichts geradet jetzt mehr. Was? Warum? Mal auf die Uhr geguckt, wir haben 45 mehr. Minuten noch und wir sind ziemlich schlecht aufgestellt gerade von Ressourcen her. Haben gerade noch ziemlich genau nichts. Ja, also Sprengstoff haben wir noch, aber. Ne? Guck mal mit dem Eimer Raptor, ob ich die scouten kann jetzt mal schnell. Gibt's eigentlich irgendein Wundermittel bezüglich Essen, was Tieren gut für, gut erfüllt? Kippen Bench haben wir ja nicht auf dem Server, ne? Ne. Also sonst hätte ich jetzt das Schwein voll Veggie Cake zu pumpen. Gut.
Ich schnapp mir mal den Belzebub hoch und gedacht, da geht er mit Scouten, weil der hat den 180er-Sattlauf. Der verreckt da zu schnell. Den noch modernen Scouten, den wir gerade verkackt haben. Wieso soll ich den Scouten? Weil damit wir besser wissen, beim Next Time versuchen wieder. Da ist heute aber noch, oder? Ja, sag mal. Ich verstehe das Projekt nicht. Ich merk's. Alter, die haben einfach rote Knüppel-Blueprints und ich hab 170 Melee. Ich one-hitte damit alle. Das ist so dumm, Alter, dass wir sowas nicht haben. Also. Haben wir jetzt. Achso, ja. Die haben wir gleich. Och, Jason, ehrlich. So langsam ist aber funktioniert das Projekt. Die sind tot. Was? Wer? Die sind tot? Ich sehe die Basis zerstört, so wie es aussieht. Ja, da geh rein, guck ich hier in den Ruinen und mach Screenshots, so viel geht. Und was denn? Die, was wir angegriffen haben. Naja, ist ja klar, also, dass die Fleisch draufgegangen sind. Ich sehe da. Oh, warte. Sarodin, check mal die andere. Jetzt hat sich gerade ein bisschen was aufgepumpt. Warte mal kurz, ich guck mal genau. Weil ich sehe da unten einen toten Golem, aber das könnte noch der von. Nee, wir haben keinen getötet, oder? Nein, der ist auch schon lange weg. Mach einfach, check einfach alles ab und gut ist. So, der Timecube fahrt, Slab, alles wieder bei deiner. Also, ganz ja, die wurden geradet, da unten ist der Stego, ist ein Stego noch. Könnt ihr euch die Sachen nehmen, ne? Ich hab da voll gepumpt. Spectator wäre besser zu raiden, glaube ich. Ich hab jetzt nur Flak genommen und bin Arztgaute. Wollen wir nicht mal bei Beam vorbeischauen? Wo ist der Wettlos?
Okay, tschüss, wir gehen. Ah, da kommt ein... Das Vieh kommt. Was ist das Vieh? Das Vieh ist ein Turret und ein Parasia. Achtung! Jungs! Ja... Entschuldigung, dass ich nicht gefahren alle wird. Ich bin auch nicht weiter. Belzebuchu. Los, ist runter! Junge. Los, ja, runter. Ich bin tot. Nein, oh. Ente. Doch. Ent. Wer schießt auf den Minigun? Haben wir überhaupt noch eine? Ja, haben wir. Unsere Minigun? Ja. Ja, auf dem Parasetti ist noch aktiv. Und wir haben auch noch Stegos. Wer reitet denn das Vieh? Niemand. Ich könnte es übernehmen. Ah, im Blut. Wo ist das? Ein bisschen gesniped kriege. Wie kriegen wir jetzt den Deepfloater weg? Ah, ich pfeife ihn einfach. Wenn das geht. Dann läuft er runter, also am besten setzt okay, dann die Munition ist leer. Ich hole Nachschub. Oh, von was? Von Minigun. Minigun. Ich hole Nachschub, ich hole Nachschub. Ja, ich bleib so lang ohne. Der Bronto kommt halt. Ja, ohne Rex. Unsere Tür schießen. Unsere Tür schießen. Junge. Der EMP sollte leer. Zurückfahren? An der Schießposition. Aber ich muss jetzt eh kurz essen. Guten Hunger. Pulli, ich brauch dich so. Da. Ich verliere jetzt Parathea. Nee, rein. Nö, oh nö. Two Girls und One. Oh. Deepless und Tugels und von Torchen dann auch dabei. Wollte ich einfach, dass sie zusammen angreifen. Und kriegen sie sich währenddessen gegenseitig. Das erlaubt. Die greifen sich ja währenddessen selber an. Vielleicht wollen sie es auch nur so aussehen lassen, ha? Oh Gott! Da ist ja ein Pronto. Wenn es nur ein Pronto wäre. Ja, hat er nur gerade einen Rex mindestens noch gesehen. Simplex tot. Ah, die kommt von der anderen Seite. Ich glaube, die kommt von allen Seiten. Ich höre es nur schießen. Ich brauche mich auch nicht über den Rand zu gucken. Ich auch nicht, ist mein Problem. Ja, ich stehe gerade auf. Oh, Ente, pack den Dödel weg! Ja, mach du doch. Oh Gott, rein. Ich glaube, meine Zunge ist leer. Komm ohne rein. Da, lass mich doch nicht außen. Ohne du. Ich bin instant tot. Ja, passiert, denke ich. Ich mag Two Girls nicht. Die mag niemand. Ich mochte die noch nie. Ist kein Problem, die mögen uns auch nicht. Auch wenn die erstmal gehen. Mal davon abgesehen, dass es totale Suchtis sind. Ach, aber wir nicht. Nee, eigentlich Leckt nicht. Gerade so ein bisschen. Wir sind nicht die Typen, die die Dutzende Tankviecher haben und Dutzende Viecher mit Plattform und Dutzende Turrets drauf und fick die Henne. Leckt das gerade ein wenig. Wir müssen 25 Minuten durchhalten, komm, das packen wir. Ja, die. Achso, nee, das. Dann machen wir ein paar Walls und Foundations und so weiter, dass du sie replacen kannst. Okay. Ich hab eine halbwegs gute Aussichtsposition. Sie sind mit deren Turret Pronto an unserer an der Vorderseite, an der Picnic Base. Da stehen sie gerade drauf. Sag mal, wenn sie auf irgendeiner Seite rumgehen. Hat schlechte Sicht. Ich will gerade den einen Rex von denen. Ich hab zwar nur 200% Standard oben. Ich kann leider nicht hier die Tür zerlegen. Ja, ich bin auf der Base oben drauf, deswegen sage ich ja, sag mir Bescheid, weil ich stehe halt direkt an der Ecke. Wenn der rumkommt, dann bin ich halt relativ schnell rück. Moment, an welcher Ecke stehst du? Ich sehe dich nicht mal. Oben drauf. Da, wo irgendwie gerade dran ist an der Ecke. Sind exakt auf der anderen Seite. Den Rex, der beschieße ich gerade auch. Achtung, die kommen zu dir rum. Ja, merke ich gerade auch. Oh, den kann ich auch beschießen, ohne dass ich die Tür beschieße. Ah, ich sehe sogar den Reiter. Hallo, die buggen mich raus. Oh, ich dachte gerade, ich
Feuer drauf. Ich habe deren Inneres, die haben da mindestens zwei Bankbeds drin. Ja. Wenn ja, ich könnte... Wer lebt noch? Ich. Ente, aber auch nicht mehr lange. Ich verhungere. Wir haben keine Granaten. Und nichts mehr zu essen. In dem einen Tresor ist mega viel drin eigentlich. In welchem einen Tresor? Ich glaube im letzten. Oh ja, Tatsache. Worauf schießen deren Turrets eigentlich? Auf mich! Oh, dann sag das doch! Ich kämpfe die ganze Zeit, ich froh, wer noch lebt! Wenn wir denn nicht zu viel Zeit lassen, machen sie C4 an die Base. Ich verhindere das, ich muss nur... Wie viel lang noch durchhalten? Wie lange noch durchhalten? 20 Minuten circa, bisschen mehr. Nein, nein, ich mach... Guck mal, unser Bus schiebt noch runter! Unbemannt! Was zur Hölle schreit der so? Der ist halt gerade erfreut. Oh, unser Patchy. Oh Gott. Ja, aber der Patchy? Nein, nicht Patchy. Ah, der Bronto. Der Bronto blutet! Er blutet! Ich snipe drauf, was geht. Jesus. Alter, was da alles drauf geht, ey. All in, würde ich sagen. Ja. Ich hab grad hier unten noch bin ich nicht dahin. Gibt es die Möglichkeit, dass ich mich irgendwie so an der Base spawnen kann? Ja, All in! Ja. Der Rex ist auch wieder besetzt. Doch, ein Bett ist da. Das funktioniert. Ich kann aber nichts anklicken. Nicht? Geht auch Scheiße. Drauf. Geht's doch mal einfach auf den Respawner mit der Viking Bay. Gott bless you. Und ja, falls das nicht funktionieren sollte. Also falls kein Bett funktionieren sollte, hätte ich halt, komme ich halt dann von der Viking Bay angerannt. Ah ja, ich lieb. Meine Munition ist leer! Ich hab ein bisschen was für dich, aber ich glaube. Down! Nope. Okay, der Schreihals ist ruhig. Eure Bronto ist fast down! Bus steht noch an der Blackbrück. Hol ne und stumpf der Bronto weg. Wir müssen nur die Zeit schinden. Bronto ist so low, den kriegt man doch jetzt bitte irgendwie. Ja, irgendwie, aber es ist nicht irgendwie. Nimm den Bus. Nimm den Bus. Ja, ich hab halt nur einen 500% Bogen. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Herr Busfahrer. Busfahrer, lass die Kinder in Ruhe. Der Bus battelt sich halt gerade auch die ganze Zeit mit dem Rex. Ich hab noch ein paar Granaten. Los, oh Mann, los, Benny, Bus bauen. Hier sagen können. Los, oh, Benny, Bus bauen. Aber du hast doch gesagt, du brauchst mich heute nicht mehr. Komm, Bus bauen. Los, gehen wir in Bronto, Bus bauen. Naja, wie gesagt, sie müssen nur schaffen, das Ding zu klatschen. Ja. Darf nicht passieren. Okay. Ich glaube, die erwarten, dass oben drin steht. Die haben unten wieder aufgesprengt und sprengen sich den Weg frei, damit sie über... Oh, da steht einer. Der Polen. Da steht einer. Die Base ist schon wieder offen. Nee, das ist noch alles gut. Jemand Betten in der Base setzen. Am besten oben. Boah, Alter, ich bin gerade so im Zementpastenparadies. Okay. Ich weiß, ich laufe hier lang, ich bin glaube ich schon am 11. Biberdamm vorbei. Der Diplo ist ja auch echt cool. Der hockt auf einem Baum. Dann kann niemand Betten bauen? Ist überhaupt gerade jemand am Leben? Ich bin am Leben, ich bin fast am Spot. Aber ich habe keine Materialien dafür. Ja, in der Base wirst du wohl ein paar Materialien. Du hast deine Aussage aber schon gehört, ne? In der Base. Erstmal hier reinkommen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Mhm. Beton, du willst einer. Ja. Beton.
komm voll um. Ohne sprengen das Tor. Mhm. 15 Minuten, aber wir haben Tor retten. Cool, dass hier voll viele Tiere von uns unterhalb der Base rumrennen. Wenn du ich hab den Dödel habe ich gerade unten gefunden. Der Rex kommt hoch mit Hexehut. Ja. Oh je. Yeah. 15 Minuten, Leute, das packen wir. Oh mein Gott, die haben den Dino Hexenhut. Ich komm angerollt und mach die Bowlingkugel, okay? Ja, mach mit. Der Dödi hat schon den Pronto hinter sich, also der kann was. Es liegt nicht hier alles rum. Hier liegt so viel. Auf dem Dach liegt auch noch was, da bin ich gestorben. Nein, ich bin außerhalb unserer Base. Also. Beton vor mir ist einer. Und das war unser Paraseer. Ja, Turret schießen gerade. Moment, ich komme zu dir. Wenn du da kurz Zeit hast, nimm ein bisschen Munition und pack's oben in die Turret. Mach ich gerade. Also ich hab die Munition schon, aber. Komm nach oben irgendwie. Au! Ich werd angegriffen. Ach, Entschuldigung. Alle spawnen gleichzeitig. Echt jetzt? Durch den Schlitz da oben oder was? Ja. Was? Wann? Enter? Wieso, hi, wo warst du? Ja, da sind sie jetzt dieses Mal gekommen, oder was? Genau, deswegen habe ich da auch direkt drauf geschossen. Oh, da ist aber auch. Nee, das war's nicht, du. Hier ist ein Spieler. Doch, auch, es sind drei Spieler plus Rex. Nutella, du bist immer noch erfolgreich? Ja. Fast alle sind gefüllt. Yeah. Ich gebe einfach mal ein paar Schüsse ab, dass die sehen, dass wir noch leben. Hä, wieso bin ich? Wir machen unser Vieh kaputt. Oh shit, Raketen! Ach, wir haben ja Turrets. Ja, wieder neu gefüllt. Ich habe noch einen Stack, aber an das eine Egg-Turret werde ich wahrscheinlich nicht rankommen. Egal, Hauptsache. Ja, hau das irgendwo anders mit rein. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Wenn ein paar Turrets nicht schießen, ist ja egal. Obwohl ich ein Bett ausgewählt habe, bin ich unarm Strand. Ja, dann hat das Bett gerade jemand anders. Ich sperre einfach nochmal schnell neu. Ja, ich hab mich mit dem Gürteltier angelehnt. Oh Gott, ja, sie kommen hoch. Die treffen dich, die Trottel! Womit sind die unterwegs? Ja, Trottel. Gar nicht, zu Fuß. Lol. Ja, dann schießen doch die Turrets. Dann schießen die Turrets doch, dann können sie nichts machen. Ich glaube, die bauen darauf, dass die Turrets. Oh. Und weg. Lol. Und weg war ja. Equip hole oder du gefährlich? Ja, noch sind ein paar da. Und es nicht hinkriegen. Ja, klasse. Oh, ich geh mal den Diplo holen, ne? Ja, der war auf einmal weg. Da ist ja noch der Rex. Tötet den Rex. Geht der jetzt noch da, oder? Ja, ich hab noch 36, nein, 38 Pfeile, aber. Ich hab ein paar Raketen. Schön in der Kopf. Oh, ja. Wieder da. Hey, okay, wo ist der Diplo? Hole, die Drittwelle, wo wir gerade überleben. Die Dritt! OP-Defense, Dieter. Betonende hat Busbau mit dem Bronto von deiner gemacht. Haben die einen Steg, oder? Ach, das ist unsere. Alter, die haben eine brutale Sniper. Ich hab grad so eine abgekriegt. Ja, das war ich. Ich hab dich abgeschossen mit einer roten simplen Pistole von denen. Echt jetzt? Erwischt, ja. Warum? Weil du auf dem Steg sitzt schon. Nein, ich bin hier neben dir, Mann. Die haben gerade mit irgendwas auf Entfernung geschossen. Auf jeden Fall könnte es sein, dass ich jetzt gleich sterbe. Ich habe jetzt mal die Tiere passiv gefilmt, sonst rennen die gleich wieder nur, ne? Vielleicht noch mal schnell auf den Rex. Jo, kein Problem, wird gemacht. Gut. Oh, er hat natürlich ausgenockt. Wir haben keine Sniper-Bullets. Also in dem einen Fabricator werden gerade 70 oder so noch hergestellt. Oh, zweiter Typ ausgenockt. Wo, in welchen? Hä, in einem, ich hab keine Ahnung, ich hab in irgendeinem Fall. Ich bin hier unten am Fighten. Ja, scheiße, fight du! Wir haben keine Munition in den Front-Turrets unten. Ich hab schon zwei Leute ausgenockt. Ach, scheiß drauf, wenn hier oben voll ist, dann. Warum ihr mir nicht helft? Weil wir nicht müssen. Ja, ich bin überladen vom Typ her. Ich krieg den Rex irgendwie nicht mal weg. Welche Front-Turrets meintest du? Ich hab Muni. Ich hier die vor, was genau vom Eingang stehen. Ist repariert, krass. Ja. Nach der ersten Hallo Jungs. Er hat sie repariert, ich hab sie nachgeladen, läuft. Rex ist weg.
So, an keiner Scheiße. Nein, ich bin gebolert. Könnt ihr runterkommen jetzt mit dem mal vorne an der schwarzen Brücke? Ja, kennen wir nicht. Die ganze Zeit nach hinten. So weit weg komme ich nicht hin. So, ach, ich nehme jetzt eine braune Rüstung. Ja, ich verstehe halt nicht, warum ihr nicht kommen könnt. Das ist... Ich bin hier die ganze Zeit am Kämpfen. Die ganze Zeit ist gut, du bist ja wieder zurückgekommen. Ja, wo wart denn ihr? Wir waren die ganze Zeit am Base verteidigen. Und tot. Ja, es sind 5 Leute unten. Wer will denn dann die Base angreifen? Oh, wird gesniped. Ja, die snipen da unten auf euch und keiner hilft mir. Ich hab keine Brustplatte, verdammt. Kein Problem, bring ich dir mit. Die ganze Rüstung ist im Arsch. Welcher Tribe war das jetzt schon wieder? Leute, bevor der Server zurückgesetzt wird, alles, was noch an Wertsachen übrig ist, ins Inventar nehmen. Warum einfach machen, nicht Ruhe. Wer war das jetzt schon wieder, die letzte Welle gerade? Wie heißen die? The Girls. Ich nehme jetzt eine Granate und werf sie dann in die Fresse. Spectator. Habt ihr was hingeschmissen? Oh ja. Ach Mann, ey, ja. Ich hätte die jetzt alle gerne noch geknüppelt, ey. Bullert mich der eine einfach. Ich brauche was zu essen, ey. Mit 70 HP muss ich nicht untergehen. Tatsache musst du nicht. Haben wir noch irgendwo eine Sniper? Oder einen Schuss? Fabricator ist eine beschädigte, aber die kann man glaube ich noch reparieren. Und Munition? Ah ja, wir haben noch einige da, Aber keine Munition. Doch. Wo? Im zweiten Fabrikator von links. Wollen wir mal vorschlagen, dass man auch einen Heilpunkt kriegt, haben wir den Erfolg gleich verteidigt? Okay. Haben wir schon ganz gut gefragt. Wenn man die Session überlebt. Trotz des ganzen Debakels. Debakel. Wir hätten ihn das Base besnipert. Hat er die Dere zu? Wo? Ich betone Ente, wo ist er? Ja, direkt vor mir, wenn du runterkommst, der rennt schon. Die Sniper auf mich, glaube ich, immer noch. Ach, da unten. 5 Minuten packen die das. Lustigerweise, ich seh keine Sau von denen. Ach, da hinten am Rand sind sie, in Richtung Wasserfall. Ja. Also unter anderem auf der schwarzen Brücke liegt noch einer, mit dem ich nur mit die ganze Zeit einen Snipe-Battle liefere, aber... Ja, da waren lauter Leute, aber der eine hat mich leider gebullert. Einfach ja, ich hab davon einen schon gekillt und der zweite. Ja, ich hatte zwei erkannt, wir sind halt beide wieder aufgemacht, weil da noch zwei waren. Ich höre es einfach nur überall knallen. Au! Oh, das war wohl ein interessanter Schuss. Natürlich, mein letzter Schuss, wo ich auf dem Kopf war. Der ich sehe die nicht, wo sind die, wo ihr schießen? In Richtung Wasserfall, ein bisschen nach rechts versetzt. Oder und direkt vor uns, wenn du die Base hast, benutzt der Longneck. Unten am Rand. Packen wir nicht mehr. Wir sind safe. Naja. 3 Minuten. Hahaha, nice! Leg mir mal irgendwo einen an den roten Knüppel hin und eine Rüstung. Ich geh jetzt dann vor eine Minute und knüppel den noch weg. Nice! Da musst du nicht mehr hin. Das hat sich gerade erledigt. Und doch, das sind noch zwei. Wo? Ich sehe sie gerade nicht. Auf der schwarzen Brücke auch noch. Wir haben jetzt 3 Tribes abgehalten. Mit keinem Stuff, keinen verbesserten Sachen, Alter. Das ist so dumm. Da sieht man mal, wie schlecht die einfach alle nur sind. Diese Kacke alle. Laufen alle mit rotem Gear rum und kriegen nichts geschissen. Da sind sie. Next trick. Godzilla, Pole, gehst du gerade nach vorne? Ich hab noch eine Minute. Da kommt einer mit dem Dödel! Das versuche ich. Meiner! Jetzt nicht mehr. Das haben wir getroffen. Ich sehe dieses Schlachtfeld. Das gefällt mir. Ja, ich habe noch 3 Schuss. Wer ist das, der da mit Feuerpfeilen schießt? Okay. Vorne, denn abschieße. Mach ich gerade. Ich hab keine Munition mehr. Out of ammo. Er ist hinter der scheiß Wand. Ja, ja. Was stand da? 21 Uhr, oder? 21:20. Bis dahin einfach betteln. Ey, das ist ja gleich Pause. Mit. Naja, aber ja, müssen dann, wir durchhalten. Dann ist auch Restart. Keine Munition mehr! Können wir jetzt schießen? Jetzt nicht mehr. Okay. Ja. Was zur Hölle? Mr. Hufer! Nicht voll so brutal. Der schießt mit...
Rotzgruff, Rotzgruff, Wumm! So wie der. Er schießt mit dem Raketenwerfer. Rotz auf die Wand! Ja, hab ich gerade gemacht. So wie Rotzen! Wem gehört denn der Dödel? Denen! Gegner! Oh. Ach Gott! Wie das jetzt noch schaffen, ne? Ey, ich renne jetzt voll mit der Granate in den Dödel rein. Pass auf, dass du die Tür zulässt.